Ja, hallo. Heute wollte ich euch mal die transparente Hülle fürs Moto Z vorstellen. Das 5,5 Zoll Smartphone, was sich ja, wahrscheinlich jeder in letzter Zeit für 249 Euro gekauft hat. War echt ein super Angebot. Und ja, da habe ich mir jetzt nochmal eine transparente Hülle für bestellt. Und ja, wollen wir mal schauen, ob es auch passt. Relativ weich, aber auch nicht zu labberig. Wir haben hier die Power-Taste, Lautstärke-Tasten sind also auch komplett zu. Gibt halt auch andere Hüllen, wo das auf ist. Das ist also komplett geschützt und zu. Oben haben wir das Loch fürs Mikrofon. Hier unten auch ein Loch und dann unten an der Unterkante noch den Ausschnitt für den USB-C-Stecker und hinten das Kameraloch. Hier an der Kamera geht so ein bisschen, ist so eine kleine Erhöhung. Also da schauen wir gleich mal, ob das dann komplett abschließt oder ja, ob es ein bisschen übersteht. Gut, da haben wir hier das Smartphone. Also ich habe jetzt hier diese anklickbare, ja, Hinterseite drauf. Da schließt die Kamera dann ja komplett glatt ab. Und die Hülle ist halt dafür gedacht, dass man es komplett ohne Aufsatz benutzt. Ja, gut, dann setzen wir es mal rein. Also, sitzen tut schon mal sehr gut. Die Löcher passen auf jeden Fall. Hier oben, hinten an der Kamera, auch wunderbar. Hier das Loch ist auch richtig frei und der USB-Port sieht auch gut aus. Ja, schön. Also geschützt ist es auf jeden Fall sehr gut. Gucken, ob die Tasten funktionieren. Ja, auch alles wunderbar. Das geht. Lauter, leiser testen. Funktioniert auch wunderbar. Ja, da die Hülle also hinten sehr dünn ist, ist dann hier diese kleine leichte Erhöhung noch. Also ist zwar minimal, aber ja, man spürt es halt so ein ganz klein bisschen. Also ist etwas mehr als bei den Hüllen hier hinten zum Aufstecken oder Rückseiten, da ist es ja komplett eben. Ist wahrscheinlich noch dünner hier diese Hülle, deshalb ist hier dann halt noch so ein ganz kleiner Rand, wo die Kamera so ganz leicht ja, ein bisschen absteht. Aber trotzdem geschützt ist, weil das Gummi geht da hier so ein bisschen rum. Also sehr schön. Ja, passt gut. Macht das Handy auch nicht wirklich viel dicker, also sehr, sehr schmal eigentlich bleibt es noch. Mit diesen 5,9 mm war es ja, glaube ich. Ich guck mal eben. Ja, gut, mit dem Ding kann man jetzt hier nicht wirklich messen. Aber ja, mehr als 7 sind es auch nicht mit der Hülle. Ja, also von mir gibt es da nichts auszusetzen. Hier gut, die Verarbeitung. Hier sieht man halt nur, dass die hier zusammengesetzt wurde. So ein kleiner Strich, aber damit kann man leben. Hier die drei Tasten funktionieren, wie gesagt, wunderbar. Haben wir gerade gesehen. Die Löcher sind alle frei, die wir brauchen. Hier USB-C-Anschluss, hinten das Mikrofon, hier oben Mikro. Und ja, auf der Seite ist nichts weiter. Daher auch keine Löcher. Hinten die Konnektoren hier, die sind komplett zu, also geschützt. Gut, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Passt alles gut, wunderbar. Die Knöpfe und Aussparungen sind an richtigen Stellen. Rutscht nichts, wackelt nichts, passt alles. Ja, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.